Missing someone. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist das, glaube ich, das erste aufgebraucht Video. Bis jetzt habe ich es noch nie geschafft, so viele Produkte in, sagen wir mal, 2 Monaten aufzubrauchen. Dieses Video kommt im August noch online. Wenn mich nicht alles täuscht, noch online. Schauen wir mal. Das mit einem Video in der Woche wird mittlerweile schon so kritisch. Ich überlege eh 2 Videos in der Woche zu machen, aber ich glaube, das wird mir zu stressig, weil ich nicht so viel Zeit zum Schneiden habe. Leider Gottes. Auf jeden Fall fangen wir jetzt direkt an und reden nicht länger. Die ersten 2 Produkte, die ich ausgebraucht habe, waren von Belou, dieses Apricot Shake from Belou, Made with Love. Einmal das Shampoo und dann den Conditioner. Ich habe gerade gespürt, dass beim Conditioner jedoch noch was drinnen ist. Den werde ich wahrscheinlich umdrehen und dann wird es wahrscheinlich auch noch einmal für eine Wäsche reichen. Ja, den stelle ich gleich weg. Auf jeden Fall habe ich die 2 Produkte aufgebraucht. Der Duft war relativ angenehm. Meine Haut, also meine Haare, wurden davon auch nicht allzu fettig. Aber ja, es gibt Besseres. Also es ist wirklich nicht so ein Produkt, wo ich sage, ja, das kaufe ich mir wieder. Der Duft war schon gut, aber es gibt Besseres. Dann habe ich eine Cremedusche, eine Ölcremedusche aufgebraucht von Balea. Softöldusche, das hatte fast keinen Geschmack. Das war für sehr trockene Haut. Ich muss sagen, so hautmäßig hat sich nicht sehr viel verändert in der Zeit, wo ich die verwendet habe. Die hat richtig lang gehalten. Ich glaube, 2 oder 3 Monate durchgehend habe ich die verwenden können, ohne dass die leer worden ist. Da war richtig viel Produkt drinnen und durch das, dass das auch noch so eine ölartige Konsistenz war, musste ich davon auch nicht allzu viel verwenden. Kann man sich schon nochmal kaufen, aber nachdem ich sowieso vieles ausprobiere und noch nicht so das Perfekte gefunden habe, an dem ich hängen bleibe, ist es jetzt auch so ein Einmalkaufprodukt eher, würde ich sagen. Aber trotzdem ist das Produkt schon eigentlich sehr, sehr gut. Die Haut wurde zwar nicht weicher, aber zumindest, ja, es hat nicht geschadet. Dann habe ich mir nicht mal vor einem Monat, glaube ich, dieses von Catrice Sensitive Gel to Oil Cleanser gekauft mit only 5 Ingredients, also mit maximal 5 Wirkstoffen, Inhaltsstoffen, genau. Es roch nicht allzu gut. Also den Duft, ich habe mich immer gefühlt, als würde ich gerade kochen in meinem Gesicht, weil es riecht wirklich nach Sonnenblumenöl. Und Sonnenblumenöl kennt man ja eher vom Kochen. Und ich muss sagen, das hat mich eher so ans Kochen erinnert, als an das, dass ich mir jetzt mein Gesicht abschminke. Aber... ich muss sagen, es ist wirklich kein schlechtes Produkt. Also ich glaube, ich habe noch nie sagen können, dass ich ein Produkt so schnell aufgebraucht habe, weil es mir einfach so gut gefallen hat. Es hat das Gesicht sehr schön gereinigt. Meine Unreinheiten sind in der Zeit auch relativ zurückgegangen, nicht ganz weggegangen. Ich glaube, das braucht einfach seine Zeit. Aber ich muss sagen, das war kein schlechtes Produkt. Ich habe noch nie ein Produkt innerhalb von nicht mal einem Monat aufgebraucht, weil ich es einfach so gut fand, dass ich es durchgehend verwenden wollte. Dann ist endlich meine Balea Limited Edition Find Me Under the Palm Trees, sowohl das Duschgel als auch das Deo Spray, leer gegangen. Ich glaube, ich hatte das jetzt über ein Jahr
Von dem habe ich sogar noch eine Packung, glaube ich, habe ich noch zu Hause. Die habe ich mir gekauft, bevor sie aus dem Sortiment rausgegangen ist, weil ich diesen Duft so sehr liebe. Deshalb habe ich auch gleich hier zwei Produkte, einmal eben dieses Duschgel und einmal dieses Deo. Sind jetzt beide leer gegangen, zur selben Zeit sogar. Ich habe die auch sogar zur selben Zeit wieder verwendet. Ich habe die nur im Sommer verwendet, im Winter nicht so, da eher winterliche Düfte, aber wirklich ein absoluter Favorite von mir. Hier habe ich eine Seife, die glaube ich noch nie zu sehen war in meinen Videos. Das kommt davon, weil das meine Mutter gekauft hat und nicht ich. Aber ich habe gesagt, ich möchte es jetzt in diesem Aufgebraucht-Video verwenden. Sie soll es mir bitte aufheben, wenn es leer ist, weil ich ja jetzt ausgezogen bin und ich das davor schon verwendet habe. Und es ist eben erst vor kurzem jetzt leer geworden. Das ist Milde Seife Tagträumer. Den Tagträumerduft, den kennen glaube ich viele schon. Ich habe diesen Duft auch geliebt und habe glaube ich sogar noch ein Handgel und ein Deo-Spray, wenn mich nicht alles täuscht, von Tagträumer. Diese Seife, ich glaube, das war die bestriechendste Seife bis jetzt. Also der Duft war einfach mega, mega gut. Ich hätte mir davon so gerne noch zwei Packungen Entschuldigung für meinen Sprachfehler heute. Ich versuche jetzt wieder normal zu reden. Auf jeden Fall hätte ich mir davon auch gerne noch zwei Packungen für mich zu Hause gekauft, weil die so unendlich gut riecht. Also man riecht diesen Geruch leider jetzt nicht mehr, weil meine Mutter hat die Flasche ausgewaschen. Aber es hat so unfassbar gut gerochen. Ja, ich hoffe, nächstes Jahr gibt es diese Edition wieder. Ich bezweifle es, aber ja, man kann ja hoffen. Vielleicht gibt es auch irgendwas, was so ähnlich riecht nächstes Jahr wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es das wieder geben würde. Dann haben wir noch eine Seife leer gemacht. Eigentlich ich. Jetzt habe ich schon fast wieder meine zweite Packung sogar leer. Ich weiß nicht. Seife geht schnell leer. Und zwar die von Dettol, die sanft zur Haut, stark gegen Bakterien, mit Aloe Vera. Die, was ich mir schon zweimal, glaube ich, für ein Video jetzt gekauft habe. Die, was ich in meinem Badezimmer stehen habe, die ist schon fast wieder leer. Und diese ist eben auch schon leer. Und die stand auch noch bei meiner Mama zu Hause. Ich hatte da aber nur mal so ein bisschen drinnen, also nicht mehr wirklich viel. Die habe ich jetzt auch mitbekommen mal, weil ich gesagt habe, ich brauche die fürs Video. Ich schmeiße meine dauernd weg und ich brauche sie wieder. Genau. Sie hatte einen angenehmen Duft. Ich mochte den Geruch sehr gerne. Ich mag auch, wie sich das anfühlt. Die Haut fühlt sich danach einfach viel weicher an und ich fühle mich auch gepflegter nachdem. Ich verwende das meistens, wenn ich vom Arbeiten in der Mittagspause zurückkomme oder ich verwende das auch gerne einfach, wenn ich voll bin. Irgendwie. Ja. Ich glaube, jeder weiß, warum man Hände wäscht. Also dazu muss ich jetzt nichts sagen. Auf jeden Fall war das ein ziemlich angenehmer Duft und auch angenehm zur Haut. Das letzte Produkt, es tut mir sehr leid für dieses Produkt. Ich hätte es gern noch länger verwendet. Und das ist ein Augenbrauengel von Luna by Luna. Ich hatte das in der Glossybox vor 3 oder 4 Monaten. Es riecht mittlerweile nicht mehr so angenehm und es ist leer. Ich liebe, liebe, liebe diesen Bürstenkopf. Also dieser Augenbrauenkopf, den mag ich total gerne. Ich glaube, so einen großen werde ich auch nie wieder finden. Aber mittlerweile, glaube ich, gehört das einfach nur mehr auf den Müll. Es ist leer oder eingetrocknet. Ich glaube, eher leer. Und ja, ich habe nirgends mehr so einen Bürstenkopf gefunden. Alle haben nur mehr so dünne Bürstenköpfe und die mag ich überhaupt nicht. Das hatte einen richtig perfekten Bürstenkopf. Also
ja, Pinselkopf, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ach, ja. Alle Produkte hebe ich mir in dieser Schale immer auf, wenn sie leer sind. Und genau, das waren eben auch alle Produkte dieses Monats. Ich habe noch nie so viele Produkte auf einmal leer gemacht. Es werden mal da Produkte leer, aber so viele habe ich noch nie auf einmal leer geschafft. Also die sind mir wirklich jetzt alle miteinander auf einmal ausgegangen. Ja, ist nicht so, als hätte ich nicht so wenig. Ich habe eh mehr als genug Sachen. Also, aber ja. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe heute einen Partnerlook, mein Label zu meinen Zöpfen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert und die Glocke aktiviert. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss!